Vor den Wahlen erleben wir ja oft Versprechungen in mündlicher und in plakativer Art, die dann hinterher nicht eingehalten werden. Manche Wahlspots sind ja so, dass man sagt, naja, also wessen Geisteskind steckt dahinter? Nun habe ich einen Wahlspot herausgefiltert, der ein ganzes Bundesland in der Form ja doch in den Licht stellt, das den geistigen Möglichkeiten der Wähler nun nicht im Ansatz gerecht wird. Es handelt sich um Thüringen. Dort ist der Spitzenkandidat Mario Vogt der CDU. Tun wir uns mal diesen kurzen Wahlspot an und dann sprechen wir darüber. Und ich sage es mit Fug und Recht, da wird so viel Schwachsinn verbreitet, das ist schon vergleichbar, ja, mit einer Sendung. Hier verstehen Sie Spaß. Ich gehe davon aus, dass der irgendwo mal bei Barbara Schöneberger landen wird. Schauen wir es uns einfach an. Zucker oder Salz, Herr Vogt? Zucker bitte. Salz schmeckt doch gar nicht. Sehen Sie, manchmal sind die einfachsten Entscheidungen die wichtigsten. Wie damals, nach dem Mauerfall, wo wir alle mit angepackt haben. Wir Thüringer wissen doch, worauf es ankommt. Wir sind anständige und fleißige Leute. Und wir wollen die Probleme angepackt wissen. Aber mit Anstand und Vernunft. Wissen Sie, Herr Vogt, ich bin alt genug. Wenn ich manche so reden höre, mache ich mir große Sorgen. Das habe ich alles schon erlebt. Wir Thüringer lassen uns doch nicht den Kaffee versalzen, oder? Solche Gespräche werden in vielen Küchen und vielen Wohnzimmern in Thüringen geführt. Denn diesmal geht es um mehr als Politik. Ihre Entscheidung prägt unser Land für die nächsten Jahre. Als Ihr neuer Ministerpräsident möchte ich mit Mut und Zuversicht führen und die konkreten Probleme unseres Landes angehen. Es ist unsere Heimat. Bringen wir Thüringen wieder nach vorne. Nicht nach links, nicht nach rechts, sondern nach vorn. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen. Höcke ist doof. Richtig doof. Ja, wie geht's euch dabei? Ihr habt's gesehen. Wir Thüringer wissen, worauf es ankommt. Herr Vogt, wollen Sie Salz oder wollen Sie Zucker in den Kaffee? Ich verspotte die Sprache nicht, ich bin ja selbst in Leipzig geboren. Aber zur Ernsthaftigkeit, die Dame sagt, Herr Vogt, ich habe Angst, denn ich habe ja alles schon mal miterlebt. In Erinnerung zu rufen, Mario Vogt ist Spitzenkandidat der CDU. Die CDU hat seinerzeit dafür gesorgt, dass ein Kommunist, die Linke ist die Nachfolgepartei der Kommunisten der SED, nämlich Bodo Ramelow, Ministerpräsident wurde. Sie sagt, sie hat Angst, was dort geredet wird. Gnädige Frau, ich helfe Ihnen. Ich erinnere, Mario Vogt, CDU. Nun gibt es Menschen in der CDU, sogenannte Verteidigungsexperten, Roderich Kiesewetter. CDU Kiesewetter will den Krieg nach Russland tragen. Stern. Damit ist aber nicht genug. Roderich Kiesewetter möchte jetzt neuerlich, dass auch Bundeswehrsoldaten im Nahen Osten eingesetzt werden, in Israel. 4.8. 16.07 Uhr, die Tagesschau. Und er sagt, Kiesewetter fordert Bundeswehrschutz für Israel. Die Dame, die den Werbespot mitgedreht hat, das ist die CDU. Macht Ihnen das keine Angst? Macht Ihnen das keine Angst, was Sie dort erleben? Was Sie von der CDU erleben? Macht es Ihnen keine Angst, dass der Herr, mit dem Sie den Spot gedreht haben, wir können die AfD mit Höcke stoppen, er will aber über eines nicht reden, über das Bündnis mit Sarah Wagenknecht? Denn das wird aller Wahrscheinlichkeit nach die einzigste Option sein, die der CDU bleibt. Und am Ende des Tages, so polarisierend wie Sarah Wagenknecht sein mag, aber sie ist und bleibt von kommunistischer Struktur. Denn was wir jetzt erleben, ist eine Phantompartei. Es ist eine Frau, die entsprechend polarisiert, die in den Vordergrund gestellt wird, die übrigens auf Plakaten ist, wo sie überhaupt nicht gewählt werden kann. Eine Frau, die sagt, der Krieg muss beendet werden, damit steht sie alleine beim Bündnis Sarah Wagenknecht, weil ihre Mitstreiter sehr wohl dafür sind, dass die Ukraine unterstützt wird.
Also am Ende des Tages entscheidet hier Realpolitik, aber um hier jemand zu verhindern, ist der CDU alles recht. Und obwohl die Schnittmengen der ehemaligen CDU, die es ja nicht mehr gibt, die es nach Hendrik Wüst nie gegeben hat, nämlich ein konservatives Momentum zu haben, die gab es ja noch nie. Aber die Schnittmengen, die es doch eines Tages, die es früher gab, die waren so groß, wenn die CDU ihren Kurs beibehalten hätte, gäbe es heute die AfD nicht. Darüber sind sich sicherlich viele Zuhörer einig. Die Menschen, die sich hingeben und solch einen Werbespot produzieren, sind eigentlich nur zu bedauern. Aber ihr, die Wählerschaft, ihr könnt entscheiden, ob ihr diesen Schwachsinn mitmacht. Und wir von Hallo Meinung berichten darüber und klären auf. Wir sagen danke für eure Unterstützung, denn diese Unterstützung ist notwendig, um täglich dieses Sendeformat zu produzieren. Ich vergleiche es immer mit der Indoktrination, wenn wir zum Schluss dieses Werbevideos anschauen, wo der Bub sagt, also der Junge, Höcke ist doof. Höcke ist doof. Ja, das ist eine Formulierung, die ist sicherlich das Kindesniveau, wenn man ihm das oft genug sagt. Sagt er das in dieser Form? Was er da sagt, begreift er nicht. Vor allen Dingen wird er es nicht hinterlegen können. Aber ich spiele euch jetzt mal nochmal ein FDJ-Video ein, wo auch ein Bekenntnis zur SED, zur Sozialistischen Einheitspartei, geprägt wurde, zu Honecker. Und da muss man sich fragen, hat die CDU in Thüringen hier etwas abgeschaut? Schaut es euch mal an. Wir versprechen damit erneut, unserem sozialistischen Vaterland und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gehören für immer die Liebe, die Treue und die Tat der Mitglieder der Pionierorganisation Ernst Thälmann. An der Seite der Genossen sind wir für Frieden und Sozialismus immer bereit. Nun, Überschneidungen und Ähnlichkeiten sind rein zufälliger Natur und nicht gewollt. Aber ich halte die Menschen in Thüringen, aber auch in Sachsen und in Brandenburg für so schlau, dass sie überlegen, wer hat bei uns zu dieser Misere beigetragen, die wir bildungspolitisch erleben, sicherheitspolitisch. Jetzt kommen sogar schon die sogenannten Leitmedien und berichten die Clankriminalität. Eine syrische Familie hat über 100 Straftaten verübt, wird nicht ausgewiesen. Messerstraftaten, Gruppenvergewaltigungen, ein Krieg, der nicht enden soll, eine Infrastruktur, Autobahnen, Bahnen, das Gesundheitswesen. Es ist alles marode und die Leute sind nicht mehr so dumm, dass sie darauf reinfallen und sagen, die AfD, wenn an die Macht kommt, dann wandert die deutsche Wirtschaft ab. Die wandert auch jetzt schon ab, weil nämlich diese Wirtschaftspolitik so desolat ist und wir eine Sozialpolitik betreiben, die Menschen belohnt, nicht die Verkehrten gemeint, die Menschen belohnt, die nicht arbeiten wollen. Wir eine Politik der offenen Grenzen betreiben und Menschen, die wir nie wieder loswerden und die ein Riesengefährdungspotenzial für uns darstellen. Schön, wenn ihr diese Sendung teilt. Danke, dass ihr uns unterstützt. Das brauchen wir für diese Aufklärungsarbeit. Aber glaubt uns, uns schwimmt eine Menge Dreck an Informationen entgegen, die ihr im öffentlich-rechtlichen und in anderen Leitmedien nicht hört. Und deshalb halten wir es für unsere Verpflichtung, euch darüber zu informieren. Danke, sagt das Team und Peter Weber. Tschüss.